Hallo und herzlich willkommen zum Rückspiel in Paris im Champions League Achtelfinale? Ja, wir sind im Achtelfinale und wir müssen jetzt hier in Paris gegen PSG an. Und Hinspiel ist leider nur 0-0 ausgegangen. Es konnte sich da keiner wirklich durchsetzen, aber ihr habt es eben gerade gesehen, bei den anderen sieht es dann schon ein bisschen besser aus und von der gestrigen Klatsche dürfen wir uns einfach nicht irgendwo beeinflussen lassen. Hier, Paulo Pogba, ja, Pogba ist ja bei euch als Interesse angedacht worden, aber ihr habt ja schon gesehen, den zu holen hier, den jungen Knaben, das wird ja unmöglich, der ist ja so teuer. Und ich denke mal, PSG wird den auch ganz sicher nicht so einfach weggehen lassen. Die haben, glaube ich, wenn ich noch recht entsinne, für 78 Millionen haben die den von Juventus geholt. Und wir gehen so raus. Holtby ist mit dabei, obwohl er gestern natürlich die rote Karte bekommen hat. Aber das gilt ja nur für die Bundesliga und nicht für die Champions League. Niklas Süle, obwohl er erschöpft ist, wollte unbedingt rein, weil er gesagt hatte, der gute Strausi, ja, der, ne, ihr wisst ja, wie das ist mit dieser Rivalität. Und klar, man möchte natürlich seine Topstar schon ein bisschen beruhigen und von daher habe ich ihn einfach mal aufgestellt. Diesmal habe ich die Aufstellung 4-3-3 genommen, weil ich möchte nicht viel riskieren, aber auch... Nein, Abseitsfalle wollte ich nicht. Ich wollte Konter spielen. Und ich möchte hinten sicher stehen. Aber das soll trotzdem heißen, dass wir in den Angriff gehen können. Bei diesem Spiel. So, und Ibrahimovic wird mir jetzt mal gleich den Ball geben. Oh, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier ein bisschen Geduld reinkriegen. Oh, sehr schön. Ach, kurz war in unsere Dings zu sehen. Foot, ja. Und ich würde sagen, jetzt fange ich dann auch mal an, euch die besten 10 zu zeigen. Ich hoffe mal, das wird ein interessantes Spiel. Hier haben wir noch schnell die Ecke. Die nehmen wir jetzt noch schnell mit, aber das sieht nicht gut aus. Und da ist Trapp ganz sicher mit dem Ball. So, hier haben wir unsere erste Möglichkeit. 38 Meter. Oh, da gibt es schon die erste Verwarnung. Ibrahimovic ganz in der Mitte. So, wir versuchen es jetzt mal mit Traoré. 38. Meter, aber der war sehr dicht dran. So, jetzt hier mal vielleicht die Möglichkeit. Traoré. Oh mein Gott, er hat ihn echt verkackt. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Aber er hat ihn verkackt. Die Möglichkeit hier für uns, das Ding hier richtig erstmal in unsere Fahrt zu bringen. Denn im Moment haben wir eigentlich nur zu tun, Paris von unserem Tor wegzuhalten. Ja, und dann ist es jetzt 0-0 und das Spiel ging recht mehr von Paris aus. Sie machten extremen Druck. Das ein oder andere Mal hatten wir wirklich die Chance und dann Bernard Traoré. Ja, fehlt ihm einfach irgendwie die Konzentration. Er wollte ihn einfach nicht hart genug reinmachen und viel zu dicht auch und vergeigte somit die große Chance hier für Hamburg, das Blatt zu drehen, schon in der ersten Halbzeit, das 0-1. Das wäre so psychologisch wertvoll gewesen. Ja, und Manchester United macht zu Hause alles richtig gegen Bayern 04. Die führen schon 2-0 und... da wird es Bayer richtig schwer haben, das Ding auszugleichen. Und ich weiß nicht, ich werde noch alles lassen. Nachher werde ich vielleicht noch Tachtidis und Vadilo auswechseln, der sich auch sehr gut anbietet, immer im Spiel. Und hier kommt erstmal Stambouli für Thiago Motta.
Weiter geht's. Rückrundenspiel. Achtelfinale Champions League. Hamburg gegen PSG. Das kann nicht wahr sein. Eben gerade wieder super Bombenchance. Hier, Traoré, ich weiß nicht, was er macht. Er kriegt den Ball nicht richtig zu fassen. Anstatt den einfach reinzuballern, lollet er ihn einfach übers Tor rüber. Mitchell Weiser konnte sich gegen Ibrahimovic durchsetzen. Ballete das Ding unten rechts aufs Tor und Trapp konnte das Ding noch gerade so abweisen. Aber Traoré heute nicht in seiner besten Form. So, und es wird jetzt hier die nächste Auswechslung geben. Angel Di Maria kommt jetzt für Paul Pogba und das ist auf jeden Fall unser Stichwort. Wir müssen jetzt hier was tun. Wir müssen unsere zentrale Mittelfeld ein bisschen besser bringen. Und ja, ihr seht, ich habe drei Ersatzspieler, die jetzt gerade nicht die ultimative Lösung sind. Aber ich muss sie halt reinbringen. Denn ich brauche dort frische Spieler. Und ich denke mal, ich werde Paulo Paulsen auf Vadilos Position setzen. Und zum Schluss werde ich Dybala versuchen, noch mit reinzubringen. Vielleicht kriegen wir dann noch irgendwas hin. Süle gegen Strauß. Süle ist noch ganz okay. Ich werde noch ein bisschen abwarten. Ich hoffe, das mit Negredo wird noch keine Fehlentscheidung. Und wieder mal auch Yusuf Paulsen kann sich der Macht in diesem Stadion einfach nicht widersetzen. Bladia Keita kommt jetzt erstmal für Lavezzi. Die letzte Auswechslung hier von PSG. Und eben gerade ein gutes Zusammenspiel von links gab es von Grigorisch auf Traoré. An der rechten Seite ist dann Yusuf Paulsen einfach weitergelaufen. Und dann hatte er die freie Bahn wieder gehabt. Und ist auch an Trapp gescheitert. Der Torwart ist heute auf jeden Fall Man of the Match. Aber wird er es bringen? Auch hier wieder keine Möglichkeit für die Hamburger. Ja, und jetzt machen wir jetzt hier immer mehr Druck in Paris. Wir müssen jetzt frühzeitig halt auch mal das Tor mit reinbringen. Und Yusuf Paulsen kann sich halt auch von seiner Körperstärke und von seiner Geschwindigkeit halt gut durchsetzen. Aber die Flanken kommen halt nicht richtig gut an. Und auch hier ist halt auch ein super Verteidiger von den Parisern. So, jetzt nochmal die Möglichkeit. Aber auch hier ist halt nichts geschehen, was uns was einbringen können. Paulsen versucht dort, aber David Luiz, der steht einfach im Weg. So, und jetzt gibt es bei uns die Auswechslung. Miranda, der neue Mann halt aus unserer Jugendmannschaft, der soll im ZOM-Bereich vielleicht ein bisschen für mehr Sprinttempo sorgen. Er hat es ja schon mal in ein, zwei Testspielen geschafft. Und vielleicht bringt er es ja hier heute auch. Das ist auch unsere letzte Auswechslung. Mehr ist leider nicht möglich. Und jetzt heißt es einfach beten, 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 dass es hier nicht zu einer Verlängerung kommt. So, jetzt mal hier die Möglichkeit. Oh mein Gott, es ist der junge Miranda. Es ist der junge Miranda. Und er kann sich durchsetzen. Und er schießt scheiße, er schießt einfach scheiße. Ich habe gesehen, dass er nicht Lauftempo stark war. Scheiße, und dann knallt er ihn auch noch so doof. Na gut, okay, man muss auch sagen, David Luiz hat ihn da auch richtig aus dem Konzept gebracht. Aber das war eine Situation, eieiei. 4 Minuten Nachspielzeit. Und dann ist es passiert. Hin, her und dann haben sie die Möglichkeit genutzt und Verratti dreht sich einfach um und Adler kann dann einfach nicht rechtzeitig reagieren. Da spielen wir in die Mitte, anstatt den weiter wegzuhauen und dann zick, zack und dann dreht sich Verratti um. Kleber passt einmal nicht richtig auf. Vielleicht war es auch der Fehler von ihm, einfach den Ball so ganz leger in die Mitte zu spielen. Man kann es jetzt analysieren bis zum Erbrechen, aber
Es steht 1-0. Wir müssen jetzt wieder voll rein. So, und dann hatten wir jetzt gerade vor Ende des Schluss nochmal die Möglichkeit. Nigredo, der ZDM-Spieler, hatte da die Möglichkeit und verpasst leider seine Möglichkeit und schießt halt nur gegen die Latte. Also da ist noch einiges zu machen. Ja, und hier seht ihr den Endstand. 14-0 wird Bayern 04 Leverkusen in Manchester weggeknallt. Böses Ergebnis, und wir müssen hier alles zusehen, dass wir hier noch irgendwie ein Fünkchen reinbekommen in das Spiel. Zweite Halbzeit, wir liegen zurück. Es muss was passieren. Ja, und jetzt passiert das, was hätte nicht passieren dürfen. Es gibt die gelb-rote Karte für Niklas Süle. Da sind ihm einfach jetzt die Emotionen übergesprossen. Und das kann es halt nicht geben. Wieso Ostrolek da noch klatschen tut, ich weiß es nicht. Aber jetzt hier natürlich ist das natürlich vollkommen unnötig gewesen. Seine gelbe Karte vorhin war schon recht bitter gewesen. Ja, Niklas ist ja für seine Emotionen bekannt, aber auch die Jungs hier in FIFA sind ja für ihren Scheiß bekannt. Und dann hat es hier beinahe noch das 2-0 gegeben. Es sind nur noch 4 Minuten zu spielen. Ich sehe hier nicht viele Möglichkeiten mehr. Leitner, der versucht es da nochmal und scheitert jämmerlich. Ja, und damit ist es leider besiegelt. Wir fliegen im Achtelfinale raus. Nichts hat's geholfen. Das 0-0 zu Hause gegen Paris war halt einfach zu wenig gewesen. Und dann hat die Möglichkeit für Paris rechtzeitig für sie gut getan. Trapp hier heute auf jeden Fall der Man of the Match. Er war die Wand, gegen die wir nicht angekommen sind. Traoré, auch so einer, der heute nicht gerade seine Sternschnuppe gebracht hat. Und ja, kurz nach der Spielzeit, 95. Minute, Verratti dort mit dem Tor. War schon sehr, sehr unglücklich gewesen. Hier nochmal auch die Möglichkeit gewesen hier. Ne? Das war schon extrem gewesen. Und Ibrahimovic dann auch nochmal. Aber der ging eigentlich, von ihm ging nicht so viel aus. Außer der Pass auf Verratti. Hier nochmal eine schöne Flanke. Da gab es den eigentlich ganz gut. Aber Grigore stand halt in die Mitte gespielt. Und Trapp war heute einfach... Er war heute einfach unaufholbar. Und dann diese Möglichkeit. Hier. Zack, was spielt er denn dort? Was spielt er denn dort für eine Scheiße ab? Da denkst du einfach nur so, was zum Teufel geht in ihn vor? Und hier auch nochmal die Möglichkeit, und dann sippelt er den so rüber. Das kann es halt einfach nicht geben. Solche Chancen kriegst du ja auch nicht alle Tage. Und wir gucken mal. Wir gucken mal auf jeden Fall von uns hier. 5,9 nur für Bernard Traoré. Das ist schon wirklich schlecht. Auch Mitchell Weiser und Leitner waren gut. Aber das Schlechteste war sogar noch Tastides mit 5,8 nur gewesen. Und wir gucken, klar, Kevin Trapp mit 8,2. Heute auf jeden Fall der Spieler des Tages gewesen. Für uns einfach unmöglich, an ihn vorbeizukommen. Genauso wie Kurz war und David Luiz. Und jetzt schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Jetzt müssen wir uns auf die Bundesliga konzentrieren. Also, bis dahin, liebe Zuckerfreunde, und haut rein.